Erstmal notlangt. Sieht man nach einem Secret aus. Flasche. Kid besoffen. Oder was? Aha. Was hat man denn da? Aha. Haben wir da nicht gerade einen Zettel rausgeholt? Wir haben hier keinen Inventar, in den wir nachgucken könnten. Okay. Hier kann man auch hoch. Hat auch keine Errungenschaft gegeben, dieser kleine Raum. Tja. Sind wir Kleiderbügel und können sterben. Okay. Sehr schöner Checkpoint. Müssen wir nicht die Granny noch mal besiegen. Die Granny ist passé. Für alle Zeiten. So, ins Licht. Gehen wir ins Licht. Hinauf. Freiheit. Sind wir oben, sind wir im Licht? Leider nicht. Wir sind dem noch entkommen. Hallo. Aber hallo. Hey, wir sind dem entkommen. Bin aus den Fingern gesprungen. War aber nur eine Lampe. Lockst du noch? War nur... Ach, schon Errungenschaft freigeschaltet, beinahe. Ja, ab und zu mal mache ich noch Vlogs. Da gibt es der letzte erst dieses Jahr aus dem Sommerurlaub in Dänemark. Da gibt's doch ein, zwei Vlogs aus dem Side-Vlogs aus dem Jahr 2020 gibt es schon. Weniger. Jetzt durch Corona ist es halt, ja, bin ich ein wenig unterwegs gewesen, logischerweise, aber ja. Der jetzt auf Topic. Jetzt passiert hier was Spannendes. Ich muss mal gerade den Mund halten. Autsch. Unten angekommen. Da kommt ein Gnome. Noch ein Gnome. Die Gnome kommen mir zu Hilfe. Süß. Süß kleine Gnome. So, da sind wir raus aus dem einen Bereich und jetzt in den nächsten hineingekommen. Ja, das, was wir gerade eben gesehen haben mit dem Hausmeister, die Szene haben wir ja schon im Hauptspiel gesehen. Das ist ja jetzt hier, da haben wir ja schon gesehen, dass das Kid haben wir ja schon mal aus der Perspektive von... Das haben wir schon aus der Perspektive von der Six gesehen. Wir haben ja das Ganze ja schon mal... Wir sind ja dann mit Six entkommen und parallel, wir spielen jetzt parallel zu dem Abenteuer von Six. Also Six ist dort gerade in der Kiste und wird aus dem, wir spielen halt jetzt wie das Kind entkommen ist, wie das Kid. Ihr erinnert euch vielleicht, wie wir mit Six dort damals aus dem Gefängnis, aus dem Käfig ausgebrochen sind. Was macht ein Lightbite? Was Modi macht? Der macht momentan Streams ab und an.
streamt immer auf Twitch, macht mit mir Podcasts gemeinsam. Im 4.5 Discord, wenn es dann mal endlich mal wieder was geben würde, haben wir lange nicht mehr aufgenommen. Ewigkeit nicht mehr 4.5 Discord Videos veranstaltet. Da von mir aus gerne mal wieder stattfinden. Und auf YouTube ab und zu, ja, glaube ich, mittlerweile eher inaktiv, aber gerade sehr inaktiv. Manchmal kommen auch bei dem auf YouTube Videos. Nun. Töten wir den jetzt oder was? Wir greifen den nur. Können wir den werfen? Ah, sehr gut. Danke, kleiner Gnome. Wieso fragst du jetzt nach Lightbites? Also nach dem Modi. Hast du einen Lieblings-YouTuber? Also, den Let's Play Markus, den finde ich nicht schlecht. Das stimmt gar nicht. Ist auch in Sachen YouTube. Jetzt können wir den Gnome hier werfen. Sehr cool. Unser kleiner Helfer. Ja, Let's Play Markus, würde ich so sagen. Das wäre mein Lieblings-YouTuber. Ansonsten. Herr Bergmann, den finde ich noch ganz cool. Ja, wenn ich mich festlegen müsste auf einen. Oh, wir müssen den Gnomen zurücklassen. Wenn ich mich auf einen festlegen müsste, Let's Play Markus. Ja. Du stellst ja auch Fragen nur. Das ist. Wird hier ein glattes Interview. Du mit den Fragen, hier eine Frage nach dem anderen. Ist ja okay. Schon mal Among Us gespielt? Nee, das habe ich noch nicht gespielt. Das wollte ich eigentlich, das hatte ich vor. Jetzt, das wollen wir eigentlich bald mal mit dem 4.5 Discord spielen. Das will ich mit dem, weil du vielleicht neu bist und das noch nicht weißt, für 5 Discord, der besteht aus Takeru, aus mittlerweile Prof, der anfangs Gast war und jetzt mit dazu gehört. Ja doch, der gehört mit dazu. Ist schon festes Mitglied. Gemeinsam schieben. Oh, ist das süß, ist das süß mit dem Gnomen. Ist das süß oder ist das süß? Das ist doch. Ist doch schön. Es geht da durch. Also, Prof, Ninlein, Takeru, Modi und ich selbst. Wir sind dafür 5 Discord zusammen. Ist das knuddelig. Ja. Ja, der 5 Discord ist auch ganz knuddelig. Das kannst du mir glauben. Und ja, was war die Frage, ob ich Among Us gespielt habe? Ja, mit dem 4.5 Discord würde ich das schon das eine oder andere Mal aufnehmen. Nicht das eine oder andere Mal, falsch formuliert. Das wollten wir demnächst mal aufnehmen. Ist jetzt noch nichts draus geworden. Ich habe das Spiel noch nicht gekauft. Ich würde es mir dann kaufen für den Zweck, dass ich dann. Eine Witze im Auge hoch. Ach, süßer kleiner Gnome. Er kommt nicht hoch. Jetzt folgt er mir wieder.
Ja, Among Us. Ja, wird vielleicht demnächst mal gespielt. Ah, jetzt schiebt er den Koffer runter oder was? Da muss den anderen noch hochwerfen. Okay. Ich werfe den anderen noch mal hoch, damit er helfen kann. Hilft dem. Ist das putzig? Meine kleinen Gnomes. Der ist Gnomes. Also ausgesprochen, Gnomes. Ausgeschrieben Nomes. Also wie Gnome, bloß mit ohne G. Das ist unser dritter Gnome. Oh, komm mit. Der ist ängstliches Gnome. Wir verzaubern ihn irgendwie, dass der uns gehorcht und uns folgt. Na, komm. Och, putzig hier. Drei kleine Gnomes. Und jetzt? Da zeigen sie drauf. Also diesen Samstag wird es wahrscheinlich nichts. Da haben alle keine Zeit. Und ja, ich weiß, dass du da hoch bist. Da zeigst du da so süß drauf. Wie kommen wir denn jetzt da hoch? Irgendwas zum runterstellen. Die Kiste mitschleppen. Vielleicht irgendwann, vielleicht. Hoffentlich irgendwann. So würde ich gerne mal machen. Ein Among Us. Among Us mit dem 5. Discord. Noch ein paar anderen Leuten gerne. Es macht ja erst Sinn, wenn man es zu 5, 6 oder 7 spielt. Was machen wir jetzt mit euch? Ja, ihr zeigt da schön hoch. Ich krieg euch so nicht geworfen. Wichtel hier. Einer muss an die Klinke kommen. An die Klinke aufstoßen. Er ist doch schon fast. Das hatten wir schon. Fast. Und ja, ein paar Wurfübungen. Nome werfen für Anfänger. Tja, können wir irgendwas mitnehmen, was wir als Unterlage benutzen können? Ein Haken. Ein Spaten, meine ich. Einen Spaten. Wer benutzt denn da einen Spaten zum Haken? Das ist Glatzmatz, der harte Troll. Mal hier die Kiste runterwerfen. Wäre eine Idee. Die Nummer treiben sich dort unter dem Tisch runter. Muss es leider los, Zwergi. Viel Erfolg noch. Danke nur. Und viel Spaß, wo immer du jetzt hingehst. Vielleicht können wir es von der Tür aus noch versuchen. Kommt mal her, Nome. Vielleicht kann ich euch da hochwerfen. Tschüss, Noah. Bis nächstes Mal. Kannst dir dann die Streamaufzeichnung anschauen. Part 2 von den Streamaufzeichnungen ist schon online. Das kommt ja jetzt langsam schon. Das fängt ja jetzt schon an. Klemmen will ich dich da nicht. Hoch mit dir. Pfui.
Was? Ist das fies? Ist das gemein? Wenn ich den Ender hochwerfe, steht der andere daneben und drückt die Schublade zu. Wenn der eine oben steht, kommt der andere angerannt und... Das muss ich nochmal sehen hier. Immer den einen hoch... Dann versucht der andere den einfach... eiskalt... einzuquetschen.